Die Schwiegertochter gesucht Stars Lutz und Stups brechen endgültig mit ihrem Sohn Ingo. Aber wie kommt das bloß? Promiflash gibt euch einen Überblick. Nachdem Ingo und seine Eltern in der Kuppelshow vergeblich nach einer Partnerin für ihn suchen, findet er schließlich online seine große Liebe, Annika. Inzwischen sind die Turteltauben seit 3 Jahren ein Paar und verlobt. Auch über gemeinsame Kinder machen die beiden sich schon Gedanken. Man würde meinen, Lutz und Stups würden sich für ihren Sohn freuen. Aber sie scheinen ein Problem mit Annika zu haben. Im Netz berichtet ihr Verlobter Mitte Januar: Wir haben Streit, weil wir von meinen Eltern in letzter Zeit nur noch beleidigt worden sind und das unter der Gürtellinie. Aus dem Grund haben wir uns entschlossen, uns zurückzuziehen und auf Abstand mit dem zu gehen, was uns definitiv nicht gut tut. Aber was fällt zwischen Annika und ihren Schwiegereltern vor? Den Grund würden wir ja selber gerne wissen, aber Abstand ist jetzt erstmal das Beste. Doch es wird noch heftiger. Lutz und Stupp sollen das Paar nicht nur beleidigen. Der Schwiegervater soll Annika hinterher spionieren und für verrückt erklären. Laut der Rothaarigen wirft er ihr folgende Worte an den Kopf: Du gehörst in die Geschlossene und der Schlüssel gehört weggeworfen. Daraufhin ziehen die Verlobten eine harte Konsequenz. Lutz und Stups werden nicht zu Ingo und Annikas Hochzeit eingeladen, die noch in diesem Jahr stattfinden soll. Annikas Eltern kommen auf jeden Fall. Meine Eltern lade ich nicht ein. Später ergänzen die Eheleute in Spee, dass sie sogar die Polizei rufen würden, wenn Ingos Eltern auftauchen sollten. Für viele Schwiegertochtergesucht-Fans ist dieser heftige Streit nur schwer anzusehen. Lutz und Stups bekommen im Netz sogar Tipps, wie sie die Beziehung zu ihrem Sohn retten könnten. Doch daran haben sie offenbar kein Interesse. Denn nach dem Hochzeitsgate stellen sie öffentlich klar: Mit Ingo haben wir abgeschlossen. Die Fans der Familie teilen sich schließlich in 2 Lager. Das Ganze geht so weit, dass Team Lutz und Stups auf Social Media gegen Ingo und Annika schießt. Ende Januar platzt dem 31-Jährigen schließlich der Kragen. Es reicht mir, es werden jetzt einige von euch fliegen. Wem es nicht passt, der kann gehen. Und wer es nicht verstehen will, der kann auch gehen. Ich bin an gar nichts schuld. Die einzigen, die Scheiße gebaut haben, sind meine Eltern. Und nicht ich oder Annika. Solange meine Eltern sich nicht entschuldigen, kommt von unserer Seite nichts. Abschließend enthüllt Ingo ein Detail, das bisher gar nicht bekannt ist. Annika macht der Streit mit ihren Schwiegereltern so schwer zu schaffen, dass sie auf professionelle Hilfe angewiesen ist. Das, was sie gemacht haben, geht gar nicht. Sie haben eine Grenze überschritten, die Eltern nie überschreiten dürften. Doch sie haben es getan. Annika ist nachweislich wegen meiner Eltern und dem, was sie ihr seit 3,5 Jahren antun, in Therapie. Es reicht uns. Lutz und Stups sind für Ingo gestorben. Andersrum ist es genauso. Ob sich die Familie jemals von diesem Bruch erholen kann?